Seitenaufziffra, Digga. Seitenauf was? Ziffra. Auf was? Ziffra. Ziffra? Ziffra. Was ist Ziffra? Ziffra, hier 0. Ach, Seiten auf 0? Ja. Ach so, tamam. Auf Ziffra. Auf was? Auf Ziffra. Ziffra? Und wenn wir schon hier im Porto sind, Leute, wo geht's jetzt als nächstes hin? Das seht ihr gleich. Wir sehen uns. Ewa. Hey, warte mal, eine Frage. Warte mal, bitte stopp. Nathan, sind schon welche vor das Haus gekommen? Gar keiner? Ich hab dir echt Glück gehabt, ey. Nee, und gestern waren wir in Bad Salzuflen. Ich hoffe alles, wir haben uns behindert gedacht. Aber. Yo Leute, was geht? Freunde, guck mal, was gerade passiert ist. Und zwar hat Nathan das hier gemacht. Leute, ihr glaubt es nicht, ne, aber ich habe in diesem Moment echt einen halben Herzinfarkt, glaube ich, bekommen gehabt. Und der Bruder ist gerade oben auf der Toilette schön hier am Scheißen und denkt so, pff, ha, wir haben einmal kurz drüber gelacht, er hat den Snap gemacht und ich hab's vergessen. Genau aus diesem Becher hier, Bruder, womit du mich nass gemacht hast, warte ab, was morgen früh mit dir passiert. Alter. Rache ist süß, sagt man so schön. Ejoa. In diesem Sinne sehen wir uns morgen früh wieder, wenn dieser Attentat auf Nathan geschieht. Peace out. Digga, das ist die Rache für gestern. Ey, Digga, warum jetzt, Digga? Hä? Ich hätte dich. Sei mal ehrlich, Leute, das ist nicht genau, aber. Sprachen lernen, Bubble. Durch Ficklern. Barriere, ey. So, jetzt sind wir wieder hier im Autohaus, Leute. Hier wird alles noch fertig gemacht, Freunde. Das wird komplett. Thunfisch bitte mit Hollandaise und oben drüber Pommes. Auf der Thunfisch Hollandaise, oben drüber am Ende Pommes drauf. Ah, Hollandaise. Glaubt mir Leute, wenn ihr euch eine Pizza bestellt, Thunfisch Hollandaise und am Ende mit Pommes drüber. Vorbei. Okay, warte. Wie mach ich den Stuhl nach hinten? Ey? Ist echt ein Wasser, geil. Mann, ich schmeiß mal die Kiste einmal. Wie mach ich das nicht dann? Cesano. Sitzheizung haben wir. Wir haben. Ich glaube, der Wagen. Boah, der hat mich gepackt. Geil. Echt ein schöner Wagen, muss ich sagen. Leute, habt ihr Bock, dass wir mal mit denen eine Runde fahren?